Marc Neunkirchen, stellvertretender Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter. Wir sind hier in Königswinter Altstadt, im kleinen Graben, eine enge Bebauung in der Altstadt von Königswinter. Hier hat es ein Brandereignis gegeben. Es hat hier in dem hinter mir befindlichen Anbau eine Mülltonne gebrannt. So ging die Meldung los. Die Rheinschiene, also die Einheiten der Feuerwehr Königswinter, sind alarmiert worden mit dem Stichwort Brand 2. Man hat dann in weiteren Notrufen Alarmmeldungen gehabt, dass noch Personen im Gebäude gefährdet seien. Und es gab sogar Meldungen, dass es mehrere große Explosionen gegeben hat. Beim Ausrücken der ersten Kräfte hat es eine starke Verrauchung gegeben. Eine Rauchsäule stand hier über der engen Bebauung. Man hat die Stichworte der Reihe nach hochgesetzt auf Brand 3 und am Ende auch Alarmstufenerhöhung auf B4 gegeben. B4 bedeutet hier jetzt für die Altstadt, dass also auch aus dem Bergbereich der Lösch-Wittenbach noch dazu kam und aus der Nachbarstadt Kartonnes die Drehleiter, als zweite Drehleiter alarmiert wurde. Es wurde ein Bereitstellungsraum hier eingerichtet und man hat letztendlich zumindest zum Anfang die Gasse hier nur mit Manpower erreichen können. Also händisch, aufwendig die Schläuche verlegt und den ersten Löschangriff im Prinzip von den Seitengassen gestartet. Man hat die Einsatzkräfte taktisch so aufgeteilt, dass man also auch auf eine Brandausbreitung hätte reagieren können. Das war zum Glück nicht der Fall. Man hat mit Regelstellungen und der direkten Brandbekämpfung sehr schnell einen Löscherfolg gehabt. Also rund 30 Minuten nach der ersten Alarmierung haben wir hier Feuer unter Kontrolle melden können. Gebrannt hat also letztendlich der Anbau inklusive der Dachverkleidung. Das Feuer ist dann hochgeschlagen in die Fassade des Nachbargebäudes und auch in einen Holzanbau wiederum eines anderen Nachbargebäudes, wo man jetzt natürlich in dieser alten Bebauung keine Brandwände oder irgendwas hat, wo man also dementsprechend auch deswegen die Alarmstufe erhöht hat. Ja, das heißt, wie lange schätzen Sie von hier dann zumindest und wie viele Einsatzkräfte sind das dann insgesamt im Vorgang? Die erste Alarmierung war um 19:51, 7-8 Minuten später dann schon die Alarmstufenerhöhung auf Brand 4. Man hat um 20:25 Feuer unter Kontrolle gemeldet und dann auch schon Kräfte aus dem Einsatz entlassen und wieder nach Hause geschickt. Wir haben jetzt hier noch im Prinzip Einheiten der Feuerwehr Königswinter im Einsatz, weil die Nachlöscharbeiten sich aufwendig gestalten. Wir haben Holzverkleidungen zu lösen, Fassadenteile müssen hier von der Drehleiter aufwendig gelöst werden, um eben Glutnester freizulegen. Das Ganze wird mit der Wärmebildkamera kontrolliert und wir hatten auch eine Verrauchung in den Gebäuden. Im Sommer, warmes Wetter jetzt, die Fenster waren offen, die Räumlichkeiten konnten quergelüftet werden und die Anwohner können nachher aber auch wieder in ihre Wohnungen. Das heißt, der eigentliche Schaden des Brandereignisses befindet sich überwiegend im Außenbereich, an dem Anbau und den Außenfassaden. Wir denken, dass jetzt noch ungewisse Zeit, 30 Minuten, wahrscheinlich die Nachlöscharbeiten und Aufräumarbeiten sich hier hinziehen und dann die Feuerwehr wieder zum Geräthaus fährt. Und insgesamt waren die Feuerwehr mit 76 Kräften vor Ort? Ja, das müsste ich jetzt nachfragen konkret, aber bei der Alarmstufe mit den vielen Einheiten, wir haben hier Altstadt, Oberdollendorf, Niederdollendorf, Ittenbach, Röhendorf und die Drehleiter Bad Honnef. Da gehen wir ganz schnell mit um die 50 Einsatzkräfte aus.